Unser Platz ist auf der Straße. Unser Platz ist überall dort, wo sich deutsche Bürger treffen. Denn wir müssen sie aufklären. Wir müssen sie unterstützen, Widerstand gegen ein politisches Regime zu leisten, das sein Volk verrät. Wir müssen Widerstand leisten, damit unsere Kinder hier in Deutschland, damit unsere Kinder in Mecklenburg, in Pommern und in Greifswald eine Zukunft haben. Der 1. Mai 2021 ist der Beginn von vielen Aktionen, wo wir euch zeigen werden, der nationale Widerstand hier in Mecklenburg und in Pommern ist nicht nur da, er ist lebendig, er ist aktiv und er wird euch ebenfalls mit ganzer Kraft entgegenstellen. Wir leisten Widerstand für die Zukunft unserer Kinder. Stefan hat bereits das Antifa-Zentrum hier vorne angesprochen. Und die gesamte Mentalität dieser Republik kommt auf diesem Transparent zum Ausdruck. Dort ist zu lesen, das Virus geht nicht nachts spazieren, sondern tags arbeiten. Und darauf kommt nichts anderes zum Ausdruck als die Verachtung der Arbeit und des Arbeiters und all derer, die das erwirtschaften, worauf sich jene ausruhen, die irgendwann als Pädagogen sich fett in die Sessel setzen, um von dem System zu profitieren, das den anständigen deutschen Arbeiter bekämpft, liebe Freunde. Und deswegen sind wir heute auf der Straße, noch viel zu wenige, aber immerhin einige hundert, um deutlich zu machen, dass wir dieses Treiben nicht länger hinnehmen und wir endlich zurück wollen zu einem Deutschland, das für uns wieder ein lebenswertes Deutschland ist, in dem wir wieder Kinder großziehen können, in der sie eine Zukunft haben, in der unsere Frauen und Männer Arbeit haben, für sich und ihre Familien anständig zu sorgen, liebe Freunde. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern habt ihr im September die Möglichkeit, endlich wieder eine nationale Opposition in den Landtag zu wählen, die deutsche Interessen vertritt, die das deutsche Leben in Deutschland in den Vordergrund stellt. Ihr müsst den Mund aufmachen, denn wenn wir den Mund nicht aufmachen, dann tut es niemand. In diesem Sinne und eine gute Zeit.